Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Oder? Dieses Langschiff wurde eilig mit gelber Farbe getüncht. Warum sollte es eine andere Farbe haben als alle anderen? Doch, das hatten wir schon. Also da hinten war eins und hier ist eins. Aber es ist ja was von der Seherin geschrieben. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass der andere doch noch der Typ ist, ne? Also. Hier sollte ich vorsichtig sein. Nö, nö. Alles gut. Oder vielleicht doch, aber nur wegen dem Nebel. Ja, ja, ich weiß. Na komm. Vielleicht sollten wir doch gleich nochmal wieder zurück. Weil ich habe das Gefühl... Ah ja, jetzt können wir damit schwimmen. Tatsache. Das ist sehr, 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 sehr cool, dass wir das jetzt haben. Weil vorher konnten Pferde ja nicht schwimmen. Aber sobald wir Geld dafür ausgegeben haben... Endlich. Ne? Finally. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Oh nein. Oh nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Okay, Leute. Ich würde mal sagen... Wir speichern vorher, bevor wir diese Pilzerfahrung machen, ne? Okay. Okay. Nee, warte mal. Okay. Keine Ahnung, ob ich das richtig mache. Ich glaube nicht. Was soll ich denn achten? Und wirken Psychedelika wirklich so? Ich frage für einen Freund. Okay. Was sollen wir denn beachten? Ich glaube, die Krähen sind überall gleich laut, ne? Ja.
Also die, ich dachte erst, die Vögel, wenn die irgendwie das scheint wohl nicht so zu sein. Eieiei, und diese Dinge sind voll anstrengend. Nee, das wollte ich nicht. Also das Tor ist auf jeden Fall gemeint. Wir haben 5 Feuerschalen. Ich habe vielleicht gedacht, dass man irgendwie dadurch was, ne, aber vielleicht auch damit, was hinter dem Dings ist. Also hier hinter ist ein Tor. Hier hinter ist auch ein Tor. Hier hinter ist kein Tor. Und hier hinter ist auch ein Tor. Oh! Ja, Tatsache, das ist es. Okay. Feuer ist ein Segen für den, der von weit her kommt. Okay. Mit fröstelndem Knie und nach Kost und Gewand sich sehnt. Ah, ja. Okay, doch, Hammer, Hammer, geschafft. Cool. Interessant. Ich meine, es kommt uns ja zugute, wenn wir hier in der Welt vorankommen. Gucken wir mal da. Vielleicht finden wir da ja doch noch was. Ich meine, ein Artefakt definitiv, aber, ne? Ich glaube, die Langschiffe sind, glaube ich, alle da. Ne, wir können auch hier so lang. Die haben tatsächlich mehr Ausdauer, ne? Das ist... Ich meine, ich habe ja auch... Ja, was erwarte ich, wenn ich für mehr Ausdauer bezahle, ne? Und schwimmen und so. Was erwarte ich eigentlich, ne? Es ist halt so... Aber ich bin trotzdem überrascht. Naja. Ja... Hier lauert tollverfluchtes Verderben. Ach, echt? Finde und beseitige die Ursache. Okay. Ich werde nochmal kurz schmeucheln. Hilf mir. Sei meine Augen. Finde die... Ursache? Was soll denn die Ursache dafür sein? Ich meine... Ich glaube, wir können nicht näher. Oder können wir hier rüber? Also, wenn wir nicht direkt durch das Dings gehen, sondern hier so rüber gehen, dass es uns dann nicht schadet. Und wir dann so die Ursache finden können. In Anführungsstrichen. Ja. Oder ist die Ursache vielleicht das, wo wir hierher gekommen sind? Ja, ist es. Verfluchtes Zeichen zerstört. Okay. Das Land kann wieder aufatmen. Das ist interessant. Das ist richtig interessant. Das ist voll cool. Das finde ich geil. Das gefällt mir. Was haben wir denn hier? Nichts. Toll. Naja. Aufatmen würde ich jetzt nicht sagen. Wo steht unser Pferd da vorne? Immer noch ein bisschen Giftwabe. Das ist doch eine Falle. Ja. Oh, schön, dass du da vom Pferd fällst.
Okay. Ich wollte schon dann, das war ein bisschen naiv zu denken, dass das dann gleich alles weg ist. Ha. Wir sollen uns ja überall umsehen, ne? Ich denke mal, wir sollten nach Meldeburn. Weil das war... Und nach Utgedöns. Weil... Oder waren wir da schon? Weil, der eine meinte ja... Oh ja, ich habe zwei Kuriere gesehen. Der eine war ja unterwegs nach Meldeburn. Und der andere nach Utbeck. Da wäre es doch sicherlich mal interessanter, mal vorbeizuschauen. Und zu gucken, was wir da an Informationen finden. Und vielleicht sogar die Städte einzunehmen. Eventuell. Weil vielleicht sollen wir ja nicht nur die Langschiffe finden. Also, ne? Wahrscheinlich sollen wir nicht nur die Langschiffe finden. Sondern auch mal den anderen. Es wäre intelligent. Darf mich niemand sehen. Ja. Intelligent auch mal den anderen Informationen, die wir ja eh schon bekommen haben, nachzugehen, ne? Eieiei. Und müde bin ich auch. Wow. Komm hoch. Jo. Da. Einmal absteigen. Ist das der Ort, wo ich hin wollte? Nein. Verdammt, das ist das Dings, wo ich nicht hin wollte. Ja, so intelligent. Ja, ich weiß jetzt wieder, was das ist. Sorry. Da wollten wir später hin, ne? Zusammen mit, hier. Mit der Liebreizenden. Kannst dich ja trotzdem nochmal umgucken. Da ist das mit dem Gelben. Aber ein anderes Schiff habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Nur die beiden, ne? Also einmal das und einmal das da hinten. Mein, vielleicht braucht es auch nicht mehr als Vergleich. Ne, einmal ein anderes, anders lackiertes als die normalen und ja, halt, ne? Ja. Dahin. So, ne? Okay, ich habe mal kurz auf die Ausdauer des Pferdes geachtet. Aber die scheint beim Schwimmen, das hatte ich auch noch befürchtet, dass das irgendwie... Oh, doch. Tatsache. Die sinkt auch beim... Das war gerade das, was ich, wo ich dachte, oh ja, scheint ja nicht zu, ne, aber doch. Also ich kann nicht unendlich damit schwimmen, das wäre ja auch Cheating. Ja. Okay. Komm. Wir beeilen uns. Und voll in den Schwarm. Okay, Wichern. Dann wollen wir mal. Vielleicht finden wir hier auch noch was. Ruine von Graysonville. Great Gratians Villa. Okay. Okay, das ist wieder ganz unten. Okay. Ein Opal. Und was zum Lesen. Alter römischer Brief. Verehrtester Gratian, der Verlauf deiner Schlacht von Hadrianopolis war unglücklich, aber das hiesige Heer ist dir weiterhin treu. Wir würden gerne nach Gallien marschieren und es verteidigen, da viele unserer Männer dorthin kommen. Die Soldaten sehen sich nach deinen anregenden Reden und dem jugendlichen Feuer, das du ihnen in der Schlacht einhaust. Bitte triff mich in Lugdunum. Sobald es dir recht ist. Wir werden Pläne schmieden, Thrakien zurück zu erobern. Magnus Maximus. Okay. Interessant. Okay, hier geht's definitiv nicht durch. Ich dachte schon, dass wir einen Keller an. Okay. Hier vielleicht? Wäre ja möglich. Nein, ich will plündern. Geht doch. Danke. Hm.
Zeig mir, was vor uns liegt. Ja, ich weiß. Das ist da unter. Aber gibt's hier irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie was, wie ich da runterkomme? Oh, ich habe was gefunden. Außer Pilze. Hier. Jo. Genau so hatte ich das geplant. Okay. Ah ja. Wie nett. Ich wollte gerade sagen, noch eine Schlange? Eventuell. Man hat meine Nordic hier ja auch nicht mitgespart, ne? Okay. Jetzt haben wir. Und hier können wir da hoch, ne? Genau. Genau. Komm. Zieh dich hoch. Na, nicht wieder runterspringen. Oder ich erwarte vom Spiel zu viel. Das ist auch gut möglich. Aber ich glaube nicht. Das wäre jetzt so. Naja. Mal gucken. Wir werden es ja sehen. Was ich hier noch so finde. Wenn nicht, ich meine, es ist ja auch nicht. Ja, ich weiß, du magst keine Laubhaufen. Ne, ja. Es ist ja auch keine vergeudete Zeit. Wir hätten es ja sowieso gemacht. Ob wir jetzt nun die Quest vernünftig machen oder. Ne, beziehungsweise damit vernünftig machen oder damit hinziehen. Ist ja dann einerlei. Okay. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Spähe für mich in die Ferne, Sühne. Ja, da ist ein Schlüssel und so, aber ich weiß. Jetzt wollen wir vielleicht mit dem Boot? Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Kann ich das Langschiff? Nein. Weil ich selber auf dem Boot stehe, oder? Warum? Ich bin nur ein Fischer. Such halt den Punkt, wo er jetzt gleich wieder sagt, ah ja, kannst du erobern. Was wir bei Polen hatten. Weil es ist ja hier so ein Ort, ne? Ist das nicht so ein Ort zum Erobern? Warum? Okay, ich schwimme mal kurz rüber und guck mal, ob ich dann damit irgendwie was erreiche. Moment. Ich will mir das nochmal angucken. Das war, was wir vorhin gesehen hatten. Die ganzen Schiffe. Da waren die für uns ja noch bedeutungslos. Aber jetzt nicht mehr. Falls ihr euch erinnert. Was heißt vorhin? Das ist schon wieder ewig her. Bevor wir Soma getroffen haben. Ist das eins von... Ja. Ist das eins von sein oder nicht? Ja, komm ich auf voll. Hätte mich jetzt auch interessiert, ob hier auch welche von ihm sind. Und ob wir das dann quasi dazu packen könnten. Weil wir ja jetzt die Informationen haben. Mal mitnehmen. Aber eigentlich müssten das ja die Schiffe sein, ne? Ja? Obwohl, es ist keine Plakette drin.
Okay, warte mal. Genau. Dankeschön, Leute. Ja, du kannst aufhören, die sind schon da. Ja. Wie gesagt, also ich komme mittlerweile an einen Punkt, wo ich halt nicht mehr weiß, wem ich vertrauen kann hier. Mal gucken. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur an. Ist auch möglich, ne? Na? Ja! Mach mal, mach mal. Das wollte ich. Kommt, meine Wölfe! Was? Bringt ihnen den Tod! Wir sind nicht die Wölfe, wir sind doch Raben! Hä? Von wo? Ich meine, von überall, ja, aber. Okay. Glaube ich nicht. Ah, hier oben. Zögert doch nicht so lange. Das ist nicht gut. Mal gucken. Vielleicht finden wir hier ja noch was. Ah, Köcher ist voll. Immer noch. Ich find's toll, dass die KI trotzdem nicht besser zielen kann als ich. Ja, sind wir damit ein bisschen Glück, wenn sie mich treffen, weil ich zu geradlinig laufe. Aber gut. Sigmunds anweisen, Soldaten und Hunde, die dem Überfall auf Grantaburg entkommen konnten, aber verschont das gelb bemalte Langschiff. Dieses Schiff birgt den Herold unseres großen Sieges. Okay. Truhe verschlossen, okay. Ja, das war ja... Ja. Hatte ich ja schon erwähnt, ne? Okay, das ist definitiv... Wir müssen halt erfahren, wer in dem gelben Schiff war. Ne? Am besten ohne, dass derjenige weiß, dass wir wissen, dass das gelbe Schiff halt, ja, komm. Na komm. Vielleicht da vorne? Ja, ich glaube schon. Ah ja. Wow. Geil. Ja. Nice. Die Finisher, die sind echt krass, ey. Ja. Ja, ich dachte, er wäre schon down. Sorry. Hier irgendwo war noch einer mit Schlüssel. Glaube ich. Aber ich hatte recht. Vielleicht finden wir dann im anderen Ort quasi die Bestätigung. Wer ich im Schiff sitze. Quasi nochmal schwarz auf weiß. Jetzt wissen wir ja, dass es einen Unterschied gemacht hat. Ja. Und mal gucken, ne? Hä? Okay. Wo ist der Schlüssel? Ich überblicke das Land, denn... Ja, nein, vielleicht. Hä?
Okay, irgendwo muss der Schlüssel noch sein. Eiferer erkannt. Okay. Okay. Nein. Verdammt. Ja. Nein! Der ist echt stark. Der ist stark. Ja. Okay, der ist stark. Und dann noch die Schlangen dazu. Warte. Moment. Ist er? Das ist nicht so toll. Na, bleib stehen. Ach komm. Komm, bleib stehen. Ach komm. Okay, warte. Oh, schieß ihn doch nicht weg. Moment. Kriegst du einen Pfeil in den Rücken? Nein! Was ist das? Mann, fleck mich! Verpiss dich! Ich habe was Wichtigeres zu tun als... Okay... Meine Güte, nein! Okay, was macht... Wie macht er das? Wo sind Pfeile? Ich brauche Pfeile. Hier ist die Truhe. Ich brauche Proviant und Pfeile. Glaub ich. Nein! Waren hier nicht irgendwo Pfeile? Und Proviant? Brennt doch nicht alles nieder. Ich brauche noch Pfeile und Proviant. Was ist das? Ihr kommt mit dem klar, ne? Tod bestätigen. Ah ja, okay, wieder das. Okay. War das der Eiferer? Keine Ahnung. Bin gerade wieder, ja. Ach komm. Was ist los, hm? Oh ne, jetzt war nicht das Spiel ist abgedunstet. Würde er so nicht sagen, abgeschmiert. Das lädt mir zu lange. Hätte ich das noch nicht machen sollen? Oh, was? Ist das der Ladescreen? Oder... Es sieht nicht aus wie... Also es sieht aus einerseits wie der Ladescreen, aber andererseits auch nicht. Das ist sehr verwirrend. Oder vielleicht ist es doch der Ladescreen, aber... Hä?
Okay, ist es nicht der Ladescreen? Ich laufe mal in eine Richtung. Oder? Hm. Weil ich meine, es wird ja hier kein Endlos-Ding sein. Die werden hier irgendwie die Map so ein bisschen looten, so ein bisschen layerhaft übereinander legen. Und das wird sich dann halt quasi immer wieder abspielen. Ich glaube, hier lang ist richtig, ne? Oder? Ist hier lang richtig? Oder hier lang? Gehe ich ins Blaue oder ins Dunkle? Menü nicht verfügbar. Aber das ist schon verfügbar, oder wie? Also es scheint zum Spiel dazu zu gehören. Inwiefern auch immer. Ich wollte doch hier noch was haben, ne? Ja. Das hier. Kettenattentat. Machen wir hier Fähigkeitenschaden. Und hier Attentatsschaden. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Ich glaube, das ist irgendwie, ja. Da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Würde ich jetzt mal ganz grob behaupten. Alter. Und das ist jetzt auch noch auf Aufnahme ab. Ey, Alter, ja. Oh. Ich hoffe, dass. Vielleicht ist das ja doch. Soll das doch nicht sein? Ich meine, ich traue dem Spiel alles zu. Das ist das ja, ne? Laufen wir erstmal in die Richtung. Vielleicht, ja. Ja. Na? Oder doch in die andere Richtung? Ich weiß auch nicht, wie weit ich mich dann wieder entferne. Von was auch immer. Ich habe auch keinen Orientierungspunkt, ne? Oder doch? Moment. War das eben auch schon? Da war doch eben Waldboden, ne? War da eben Waldboden? Ich bin verwirrt. Nee, also das Blaue ist nur die Reflexion. Ich weiß nicht, vielleicht ist der... Ist das doch verbuggt? Ist das jetzt ein Bug oder gar... Ich will auch jetzt nicht zu... übereifrig reagieren. Gerade haben wir zwei Dinger in die Richtung gehabt, so zwei Dinger. Vielleicht war es auch nur Reflexion, aber... Ja, wie gesagt, es wirkt halt wie der Ladescreen. Aber irgendwie auch nicht. Das weiß ich nicht. Liegt es daran... Weil sie hat ja eine ähnliche Erfahrung ja schon mal gemacht. Will es ja nur mal gesagt haben, ne? Mit Odin. Nur halt, dass die Welt nicht so leer war. Ich weiß nicht. Soll ich neu laden? Oder soll ich hier noch ein bisschen rum... Es passiert halt auch nichts, ne? Der Schatten verfolgt uns. Nein! Moment. Sah das eben auch schon so aus? Oder ist einfach nur der Nebel weg? Ja, ich glaube, es ist einfach nur der Nebel weggegangen, ne? Hä?
Passiert auch nochmal was, oder? Ich glaube, dass ich la. Ansonsten kann ich ja auch. Ich glaube, ich. Soll ich oder soll ich nicht? Ich glaube, ich lade neu. Vielleicht sollte ich auch einfach nur nicht den. Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht so weit. Automatisch speichern, okay. Aber irgendwie ist mir das. Ich weiß nicht. Oh. Mhm. Ist das der Ladepunkt? Von dem automatischen Speichern? Okay. Dann nehmen wir den hier. Ja, müssen wir, ne? Are you fucking kidding me? Ist das... Lädt der überhaupt richtig? Ich nehme mal den hier. Ja. Achso. Okay, Moment. Ich gehe doch mal auf 42. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, das ist ein Bug. Oh. Ich stecke im ewigen Ladescreen fest. Oh Gott. Oh nein. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich werde das Spiel jetzt erstmal beenden und komme dann quasi dann gleich wieder rein. Mal gucken, wo er ladet. Wirklich ladet. Ohne. Ich habe doch gesagt, das sieht aus wie er, aber irgendwie auch nicht. Naja. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Mal gucken, ob er diesmal richtig lädt. Ich habe gerade auf Spiel laden gedrückt und dann quasi gleich auf Aufnehmen gedrückt. Ah ja. Ja, ich glaube, dieser Ladescreen wirkt tatsächlich vertrauenserweckender als eben der andere. Wir waren im ewigen Ladescreen anscheinend hängen geblieben. Ja, okay, gut. Das ist, ja. Interessant. Oh nein. Wie haben wir den denn jetzt ausgelöst? Dadurch, dass wir den Dings da gemacht haben? Oder warum? Oh, ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Eieieiei. Naja, haben wir was zum Lachen, ne? Der ewige Ladescreen. Mit Zugriff aufs Menü. Den ich hier nicht mehr habe. Ich habe es gerade ausprobiert. Deswegen weiß ich das. Okay. Dafür können wir jetzt wieder die Tipps durchgehen. Kosmetische Entwürfe. Ich habe gerade kosmische Entwürfe gelesen, deswegen war ich so ein bisschen... Genau, Angeln, Entdecker. Wir wollten auch nochmal in den Shop rein, aber ich habe gerade die Nachricht bekommen, oder beziehungsweise die Meldung, dass irgendwie Online-Dienst... Ja, dass irgendwas mit dem Online-Dienst ist. Kann auch daran liegen. Ich wundere mich schon, dass ich überhaupt ins Spiel reingekommen bin, weil ich habe eigentlich erwartet, dass er sagt, ah nein, wegen dem Online-Dienst... Online-Dienst nicht möglich. Meine Güte. Okay. Wir sind hier gelandet. Ist der Typ denn noch da? Nein, ist er nicht mehr. Okay. Naja, wenigstens etwas. Der war mir auch ehrlich gesagt etwas zu heavy. Kann ich denn die auch werden ohne... sofort angreifen. Ja, ich weiß. Gut, weg. Na komm. Hier. Ich werde gleich mal versuchen, das unsere Mannschaft wieder zu rufen. Hier. Wie mache ich das denn? Also es gab doch diese Möglichkeit hier auch so das zu rufen, oder nicht? Na komm. Oh, das ist aber nett. Willst du nicht teilen? Bist du Einzelkind? Ja, ich weiß, es ist irgendwie, ja. Mythos. Oh, das war der.
Okay, wenn wir den jetzt schon haben, können wir das doch gleich mal überprüfen, ob das an ihm lag. Oder ob das daran lag, weil wir gleichzeitig geentert haben. Gut. Na komm. Na komm. Na komm. Eieiei. Okay, ich werde jetzt nochmal kurz speichern, wenn möglich. Aber ich glaube nicht. Genau, Spiel kann gerade nicht gespeichert werden. Ja gut, dann werden wir das jetzt auf gut Glück. Irgendwie. Du bist ah, ja. auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Tja. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen hüllt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Ah ja. Ja, dann lag es tatsächlich daran, dass wir ihren Tod festgestellt haben. Dass er das nicht ordentlich laden wollte. Schade. Schade, schade. Haben wir denn jetzt noch? Ich glaube nicht. Wir haben es nicht. Das war klar. Egal. Machen wir es jetzt nochmal, ne? Ist ja alles gut. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz raus und dann können wir immer noch. Gut, dann werden wir jetzt mal entern. Ja. Komm. Ja, komm. Schwimmen in der Giftbrühe. Ist bestimmt gesund. Und dann werden wir das gleich mal, ne? Auseinandernehmen. Ja, aber vorher erstmal, weil wir jetzt aus dem Gebiet raus sind und speichern können, damit wir dann nochmal irgendwie Probleme haben. Speichern wir ab. Ja, genau. Hä? Warte, was? Moment, ich guck mal kurz was. Haben doch alle schon gemacht, oder nicht? Wir haben noch zwei. Huch! Jetzt war ich so darauf vertrackt, dass ich da nur... Okay. Da. Das Kettenattentat wollte ich haben. Und dann wollte ich hier oben irgendwas haben. Nein. Nein. Das wollte ich haben. Nein. Nein. War das das? Geführter Pfeil, genau. Das war das. Genau. Gut, dann können wir da jetzt, genau. Nach vorne muss ich hin, ne? Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich das geplant habe. Ja, Wendemanöver geglückt. Sehr schön. Ja. Jetzt aber. Auf sie mit Gebrüll. Wir plündern! Bringt ihnen den Schwertschlummer! Jut. Ich war zwar eben schon mal hier, aber jut. Ja. Oh, ich hoffe, der Typ kommt nicht wieder. Kann ich jetzt eigentlich noch gar nicht gebrauchen. Cool.